Alambres, me amo Gema Fall, me hablo español, ni segundo como yes. I ain't here for the money, I ain't here for the fame. So, zuallererst muss ich mich mal dafür entschuldigen, dass heute das Video zu spät kommt und gestern kein Video kam. Aber gestern habe ich einen einfachen Grund dafür. Ich habe gestern Batch Rendering, nennt sich das, ausprobiert. Und da hatte YouTube gar keinen Bock auf diese Formate, die ich da denen vorgeben wollte. Ein Video hat der gar nicht angenommen, obwohl es das gleiche Format war. Auf jeden Fall. LOL. So, die anderen beiden Videos, die interessanterweise das gleiche Format waren, hat der angenommen. Hat der gehackt? Auf jeden Fall, dann hat der pro 5 Minuten 1% gemacht. Das heißt, wir wären bei einer Upload-Zeit von circa 8,5 Stunden pro Video. Alter, ja moin, die Kombo. Ja, und dann, ich habe das halt sowieso ein bisschen zu spät hochgeladen, weil Tim und ich noch ein bisschen gespielt haben. Und da hatte ich dann halt die Zeit ein kleines bisschen aus dem Augen verloren. Ja, wie dem sei, dadurch kam halt gestern nichts. Ich habe dann irgendwann auch den Rechner nach zum 1 oder so ausgemacht, weil ich nicht schlafe. Ich kann echt nicht schlafen, wenn daneben noch ein Rechner steht, der Internetverbindung hat. Und du machst jetzt denselben Fehler wie eben, aber okay. Wenn der Rechner noch Internet braucht, etc. So, und heute kommt halt schlicht und ergreifend das Video deshalb zu spät, weil ich war heute auf der Techno Klassiker. Das ist so eine richtig fette Oldtimer-Messe und so, und da haben wir auch ein paar Leute getroffen und so, haben Connections weiter ausgebaut und so. Ja, Digi, ich bin gerade gar nicht am Verkacken, nein. Glückwunsch, du willst mir den Final Shot mit dem Bow, der keinen Damage macht, geben. Sehr gute Taktik, muss ich dir lassen. So, du bleibst da jetzt drin. Aua! Ganz kurze Frage, Leute. Ist euch aufgefallen, dass die ganze Zeit in der Mitte stand für Ränge-Infos auf www.kudo.bla gucken? Das, ohne Witz, das hat mich so dermaßen verwirrt irgendwann, aber mir ist irgendwann aufgefallen, dass ich vorher auf Kudo gespielt habe und Kudo Lizenz verbuggt ist. Aber schreibt mal in die Kommis, ob es euch aufgefallen ist. Ja, deshalb kommt heute das Video zu spät. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, würde ich mich ultra über Like, Kommi, etc. freuen. Bis dahin, ciao!